Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Evolution Craft Projekt und immer noch mit dabei ist der liebe Mugu HD. Hallöchen. Genau, wir sind immer noch in derselben Konstellation und ich habe in der letzten Folge meine Curry fertig gemacht. Was ist denn jetzt los? Geht immer. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Irgendwas ist hier gerade fail. Irgendwas ist gerade kaputt, immer meine Energie schon wieder. Irgendwas fällt da immer rum. Jedes Mal. Gerade nicht so wirklich. Moment mal. Glaube ich ja nicht. So. Nee, ich flieg die ganze Zeit aus dem Vollbildmodus raus. So, jetzt dürfte es wieder gehen. Und die Query ist schon schön am Arbeiten. Ich habe jetzt leider ein Solarpanel verloren, was extrem ungünstig ist, nennen wir es mal so. Und in der Zeit kann ich der Query ein bisschen helfen. Und ich brauche ja eh noch ein bisschen Spruce-Wood, also nehme ich jetzt ein bisschen Spruce-Wood mit. Und dann lasse ich. Ich bin noch eine Holzke, ne? Ich wundere mich, warum. Warum kriege ich keine Energie? Und man ist nicht mal angebunden. Aber warum ist sie nicht mal angebunden? Irgendjemand macht das Ganze kaputt. Irgendein Typ will mich trollen. Weil letztes Mal, ich hab nicht, dass es letztes Mal noch ging. Wie gesagt, ist ja nicht angebunden, bin ich dumm, hey. Ich hab damit nichts zu tun. Gesagt. Ihr wart letztes Mal dabei, wo ich das gesagt habe. Ich hab damit nichts zu tun. Ja, glaub ich, dass du nichts damit zu tun hast. So. Ich hab die Query gerade ein bisschen blöd gelegt, merke ich gerade, dass du ein bisschen Baum ab. Ich bin einfach zu. Ja, red du. Die mussten hier gerade einen Berg abmachen. Ich bin einfach zu inkompetent, um überhaupt was zu machen, um das anzubinden. Ich hoffe aber jetzt, weil es jetzt fehlt, dann weiß ich, dass jemand mich trollen will. Cube wahrscheinlich. Nein! Was los? Meine Energie ist leer. Oh, ich bin doch so ein Trollo. Ja, du bist ein Trollo. Ach nee, so. Moment, warte, ich habe noch einen Generator dabei. Jetzt muss ich die Energie haben, außer es explodiert die ganze Zeit. Könnte es sein, dass diese Low-Current-Kabel explodieren können? Die was? Stimmt, ja. Die Current-Kabel explodieren ja. Wer explodiert? Ne, diese Low-Current-Kabel explodieren nachher Zeit, wenn es zu viel Energie ist. Aber ich habe nicht so viele. Vielleicht mache ich zwischendurch so ein Kappa-Kabel hin. Welche ist dann? Ja, zack. Ich wundere mich schon, wer treut mich denn die ganze Zeit? Kuba hat mir mal was erzählt, dass diese Low-Current-Kabel, die ich benutze, diese von Tin, dass die, wenn die zu viel Energie speichern in ihrem Bewusstsein, die Energie verloren geht. Dass es dann kaputt geht, die Cables. Okay, kann natürlich auch sein. So, ich brauche im Prinzip das Bronze überhaupt gar nicht mehr. Ich glaube, ich mache jetzt gerade alles weg, was ich nicht brauche. So, ich brauche. Ja, es explodiert. Jetzt weiß ich mal, was der Täter war. Hey, wer ist der Baba? Mert ist der Baba. Ich dachte schon, wer träumt mich da die ganze Zeit? Warum explodiert denn das Ding? Da dachte ich mir, bin ich wie behindert oder so? Nein. Er macht alles kaputt einfach. Weil gerade so. Jetzt habe ich Copper, jetzt weiß ich, dass es das passiert. Weil ich habe das völlig verdrängt, jetzt kann ich Copper-Cable dafür benutzen. Und meine Fliege verpisst dich. So, ich werde jetzt die ganze Kohle. Ich mache jetzt gleich nochmal die Stirling Engines dran, weil. Ich will keine Solarpanels machen. Ich mache mir gerade auch Solarpanels für diesen Dricks Electric Engine, die man für die Query braucht. Ja, ich will eigentlich keine Solarpanels machen, weil das einfach nur craften ist die ganze Zeit. Es ist einfach ein bisschen doof und langweilig und es gibt einfach. Ja, klar. Ich meine, ich kann ja irgendwann mal anfangen damit. Aber im Moment. Ja, es geht endlich. Ich hab's geschafft. Jetzt weiß ich, dass diese Dings zu explodieren, wenn man das benutzt. So, dann gehen wir mal hoch, machen da gleich die Stirling Engines dran. Dann geht das jetzt mal für den Moment ein bisschen schneller. Ja, das geht eigentlich. Ich mach Plus. Benutze gerade den Macerator und mach Plus. Ja. So, hier haben wir dann rein. Da machen wir. Jo, da machen wir noch Kohle rein. Ach, das passt. So arbeitet das dann jetzt auch erstmal für den Moment ganz gut. Ich habe eigentlich gleich. So, hauen wir da nochmal das Ding rein. Ich habe da bei Ding-Dong. Dann gucke ich mal, dass ich jetzt gerade noch ein paar Ressourcen mitnehme, die ich brauchen könnte. Und dann kann ich jetzt auch gleich wieder von der Query abziehen, endlich. Tin-Ohr. Ferrous, Iron, Tin, Gold, Silber. Uranium auch immer gut. Muss mein Canvas back. Ja. Das ist mein Canvas back.
kann ich aus dem einen Diamant eigentlich, aus den zwei Diamanten kann ich eigentlich 8 Gold machen. Weil ich brauche Diamanten gerade nicht mehr. Jupp. Habe ich gerade, hat Mert gerade gesagt, ja. Ey, Kohle. Ich habe gerade gesagt, ich brauche keine Diamanten mehr. What the fuck? Der braucht keine Dias mehr. Mert sagt sowas. Jetzt hat er immer noch Diamanten gebettelt. Stimmt doch gar nicht. Ja, erstmal so husten, so unauffällig, ne? Nein, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gesagt. Ich glaube, das Cinnabar-Ohr brauche ich auch überhaupt gar nicht. Doch, das braucht man. Cinnabar? Cinnabar? Cinnabar, ja. Achso, okay, da brauchst du es nicht. Und da hätte ich die Query. Boom. Hat sich auch eine Query gemacht. Jetzt brauche ich die Landmarks. Warum mache ich eigentlich die ganze Zeit meinen Canvas Bag weg? Irgendwas stimmt ja doch nicht. So, was kann man noch stacken? Ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich jetzt auch logistisch gut davon komme. Electrical Engine, Piston, Tin Gear, Mann! Redstone ist ganz wichtig. Marvel brauche ich, wie gesagt, ein bisschen was. Ich glaube, das dürfte sogar schon fast reichen. Ich hatte doch noch Pistons, glaube ich, oder? Irgendwo hatte ich noch Pistons. Ich will keine Pistons mehr da hier für Pistons. Glas habe ich mir auch schon mal gebraten. Tin habe ich nicht gebraten, oder? Hab ich noch Tin irgendwo zufällig übrig? Oder muss ich es erst hier irgendwo reinschmelzen lassen? Ne, ich muss erstmal schmelzen lassen. So, geil. Also Canvas Bag wäre soweit. Ansonsten brauche ich jetzt direkt von der Query eigentlich. Oh, ich habe viel Uranium. Das gefällt mir, dass das so schnell geht. Jetzt, dass es jetzt mit der Energie klappt, weil die Tin Low Current Table. Will ich kurz was gucken, ob die explodieren hier. Ne, die explodieren hier nicht. So, ich gucke jetzt noch so ein bisschen gerade durch die Kisten. Ich glaube, die Badbox gibt einfach zu viel ab. Die gibt doch eigentlich nur. Die Badbox gibt eigentlich nur. Ja, 32 aus. Und die Low Current Cable kriegen. Genau, sich. So, brauche ich. Ich hole Marble einfach mal mit. Hier kann ich das Tin reinpacken. Ah, hier waren. Und. Jo. Es ist. Warte, guck mal kurz hier jetzt hin. Den gibt's. Leute, wir sind produktiv. Sehr produktiv. Marble. Liege regt mich gerade auf. So an Kisten dürfte ja eigentlich noch relativ genug da sein. Ja. Beziehungsweise ich hau noch mal zwei Stück dran. Also zwei Electrical Engines brauche ich. Da brauche ich jetzt noch Tin und Tin Gears. Ja, wie viel Tin brauche ich denn dafür? Warte, wie viel brauche ich? Das kann ich rechnen. 2, 6, 4, 8. Dafür brauche ich 2, glaube ich. 8, 16. Ich habe 2 mal 6, 16. Lalalala. Okay, 24. Ich glaube, verrechnet 22. So, da. Wo habe ich die Pipes? Habe ich da reingetan? 22 brauche ich, glaube ich. Beziehungsweise. Quatsch. Ich brauch doch eigentlich die Saplings noch. Oh Mann, was hau ich die Kiste denn jetzt dahin? Meine hat sich gerade sicher schon. Wo ich mit dem Stuhl nach hinten gegangen bin. Läuft bei dir. Okay, dann brauche ich jetzt die Tin Gears. Dafür brauche ich Kabel. So, hier war noch ein Sapling. Hier liegen noch ein paar Saplings. Das ist immer gut. Das habe ich gerade weggeworfen, Kabelstone. Bisschen Spruce-Boot. Und dann kann ich auch eigentlich gleich wieder die Heimreise antreten. Oh, ich muss gleich wegtreten. So, den Generator nehmen wir natürlich noch mit. Holen wir dann die Cobbles noch weg. Ich hab falsch gerechnet. Oder hab ich falsch gerechnet? Ich glaube schon. Dann bin ich eigentlich so weit durch. Brauche ich noch irgendwas von der Query? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich bin behindert. Nein. Nein, bist du nicht. Pisten und Tingier. Und Lars und Tingier. Ja. Lars, Pisten. Ja. Ich habe irgendwie voll falsch gerechnet, weil ich... Hä? Warte, Tin kostet doch... Tin kostet zweimal... einmal... 4? 8. Oh, jetzt weiß ich, wo mein Fehler lag. Zweimal 8 gerechnet. So, die Query läuft soweit. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Also kann ich mich wieder direkt auf den Heimweg begeben? Nee, warte, das war richtig. Ich habe nur eine Electric Engine. Oh, was geht? Oh, ich bin da wieder auf dem Weg. Ich bin...
Ich gehe jetzt dem Mond entgegen. Hab wieder ein paar Blöcke vor mir. Ich hoffe mal, dass ich jetzt zur Quarry die nächste Zeit nicht mehr hingehen muss. Beziehungsweise ich guck mal, dass ich so dann erst wieder hingehe, wenn sie vielleicht fertig ist. Ich hoffe es mal. Aber eigentlich brauche ich schon eine bessere Energiequelle für die Quarry, weil ich will unbedingt eine Portal Gun haben. Also deine alte Quarry war doch in meine Richtung, oder? Deine alte Quarry. Da ist auch meine neue, ja. Also die ist so in Richtung Südwest. Aber gut. Wie gesagt, ich brauche eigentlich eine bessere Energiequelle für die Quarry, aber... Zum Beispiel? Ja, weiß nicht. Bessere Solarpanels halt einfach. Ich könnte theoretisch auch irgendwie ein Atomkraftwerk da an die Quarry setzen. Das Problem ist dann halt einfach, dass ich immer wieder zur Quarry gehen müsste. Und dafür brauche ich halt einfach die Portal Gun. Und die habe ich leider nicht. Zwei Elektro-Kerl. Mann, ich habe ganz die Tasse zugemüllt einfach. Wenn du das sehen würdest. Ich könnte natürlich auch, beziehungsweise ich werde mir hier mal einen Wegpunkt hinsetzen. So. Das kann weg. Minimum gleich hier, weil ich das dann geben muss. Wo gehst du hin? Achso, stimmt, du wolltest die Curry wegmachen. Ja, ich meine, ja. Ich weiß, was du meinst. 6 Krotos brauche ich, dann mache ich das Glas. Brauche ich Redstone. Copper Cable, wo? Wo ein Copper Cable? Copper Cable. Cable. Wo sind die Copper-Cable? Cables. Können wir dann gleich ins Bett gehen, wenn ich da bin? Ja, können wir machen. Wollt ihr jetzt kurz raus und ich geh schlafen? Jo, mach das mal. Bin eben disconnected. Ich hoffe, dass ich direkt wieder auf den Server drauf kann. Yep. Nee, kannst du nicht. Nicht mein generell, weil sonst habe ich immer ein End-of-Stream. So, kannst du raus. Gut. Jetzt kann ich auch wieder Shader anmachen, eigentlich. Sehr gut. Boah. Haben wir eben Nacht, dann arbeitet meine Curry auch wieder ein bisschen mehr. Ja. Was wollte ich jetzt bauen nochmal? Ein Solarpanel. Dafür baue ich. Naja, reicht nicht. Dafür baue ich noch ein bisschen mehr Copper Cable, mehr Rubber. Mehr Stick Resin, also baue ich noch. Ey, ich habe hier nur mathematische Rechnung gerade. Ist halt viel zu Beast irgendwo. Das ist halt viel zu craften. Ich bin zwar gut im. Also, ja, ich weiß nicht. Kann ich Mathe, aber Kopfplatz, also weil tausende Sachen kommen dazwischen, was man gar nicht mit einberechnet hat. Ist halt extrem viel. Muss man einfach so sagen. Hast du Bone Meal vielleicht? Oder ja. Knochen? Ich glaube, ja, hier sind zwei. Hier sind 6 Bone Meal. Ja, warte. Knochen. Ja. Ich bin ein Hund. Vielen Dank. Bitte. Kabels, sehr gut. Eine Sekunde. Ich stopp mal kurz die Aufnahme. Was machst du? Ich stopp mal kurz die Aufnahme. Okay. So, jedenfalls, ich mach mir dann jetzt direkt mal mit den paar Saplings. Guck ich, dass ich mir jetzt mal die Bäume ein bisschen hoch mache. Ach, die sind doch schon gewachsen. Sehr gut. Da hinten sind die Strings auch schon. Beziehungsweise, Moment, muss ich gleich machen. Setze ich hier die neuen Sublinks hin. Dann läuft das. Ich brauche unten noch ein paar Kisten. So, haben wir denn hier noch Holz? Ah, wir haben noch Holz, gut. Ich müsste mir vielleicht mal einen Kistenlager so oder so erstellen. Das wäre gar nicht so verkehrt eigentlich. Das wäre mal eine Idee. Aber ich will jetzt unbedingt langsam mal mein Haus. Okay, meine Aufnahme ist weg, shit. Was ist los? Ja, es hat nicht ganz richtig aufgenommen gerade. Ich merke. Ich mache jetzt weiter einfach und dann sage ich, dass irgendwas abgegangen ist. Ja, mach nur. Das ist scheiße, aber okay. Ja gut, kann man nichts machen, ne? Ja. Dann starte ich auch das City nochmal neu. Jojo. Kann man nichts machen, aber du warst ja bei mir in der Aufnahme, das passt eigentlich. Ja. So, machen wir das. Entschuldigung, meine Freunde, aber hat letzten Teil nicht aufgenommen, obwohl ich es gesehen habe, dass 13 Minuten waren, hatte meine Stimme nicht aufgenommen. Was für ein Bullshit.
Ach, der hat nur deine Stimme nicht aufgenommen. Ja. Ah, Jetzt, aber ärgerlich. meine, von meiner letzten Folge hat aber die Stimme aufgenommen. Ey, gut. Okay. Irgendein Kack ist gerade. Irgendein Bullshit. Keine Ahnung. Ja, die Technik halt. Ja. Ja, ich hoffe, jetzt geht's. Davon sind die letzten 13. Jetzt haben wir noch 7 Minuten. Die letzten 13 Minuten sind weg. Geil. Oh Mann. Also ich bin jetzt 15 Minuten schon am Aufnehmen. Mann, das ist ein bisschen blöd. Aber was will man tun, ne? Also ich farm jetzt noch ein bisschen Spurswort von meinem Haus, Haus. Beziehungsweise ich könnte mal eben. Ich hab mir nur, hab's mir nur, ge hab's nur gemerkt, weil ich einen Milchreis geholt habe. Dann wollten wir gerade, In der Aufnahme. Ich glaub's nicht. Ja. Ich glaub's nicht, er ist in der Aufnahme. Das gibt es nicht, das ist unglaublich. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich da mein Haus komplett fertig machen soll. Wenn so wie ich das da gezeigt hatte, könnte es ja eigentlich ganz cool werden. Aber man könnte es natürlich auch anders machen noch. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich eine zweite Etage machen soll oder nicht. Ja, mein Haus ist gerade nicht besser. Ich schaue es noch ein bisschen Teil aus und baue es ein bisschen größer, also dass es nicht aussieht wie so ein Klotz. Ja, ich habe es ja ganz anders gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest in der einen Folge von mir. Aber Ja, habe ich gesehen. Hab die angeguckt. okay. Daran sieht man. Könnte man natürlich noch eine Wenn man. komplette Etage machen. Wenn ein Projekt ist, dann guckt man gegenseitig die Sachen an. Immer das Geldste. Ja, so ein bisschen. Ich gucke Ja. auch immer gerne bei den anderen so ein bisschen vorbei, aber ich gucke natürlich nicht alles. Nee, nicht alles, aber ich gucke auch vorbei. Ich bei dir guck ich vorbei, GT Freak. Ja. Bei dir GT Freak. Ja. Nee, ich guck bei dir vorbei, glaube noch. Cube komme ich manchmal vorbei, aber Bart hat da nicht so viele Folgen irgendwie. Wer? Cube nimmt gerade irgendwie nicht so viel auf oder lädt sie nicht hoch, gerade Folgen. Ja, bei dem kommt in letzter Zeit immer nur so alle 2 Tage was. Ja. Aber ich glaube, weil er wollte Livestream machen, deswegen. Ja, aber er hat noch Sachen. Er hat auf jeden Fall noch Folgen vorproduziert, weil die Folge mit der Query und so, die sind auf jeden Fall noch nicht draußen, das weiß ich. Okay. Nee. Hier ist noch Sticky Resin. Also wenn er einen Livestream machen will, dann müsste da noch ein bisschen was kommen eigentlich. Ja. Wollte mir auch eigentlich auch bald ein Livestream machen. So als 20 Abonnenten Special. Hat so einen Sinn. Nee, also ich werde keinen Livestream machen, allein weil irgendwie, weiß ich nicht. Mein Internet ist nicht so wirklich prickelnd dafür. Und an sich, ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt, weil es guckt irgendwo dann. Ich denke nicht, dass so viele Leute dann zugucken werden. Den Livestream. Und da es ja schon irgendwo ein YouTube-Projekt sein soll, ne? Ja, und? Müssen nicht Ja. immer alle, müssen nicht, ist, ich da, also, hat ich davon auch, hat ich auch mal Livestream gemacht? Wer? Hatte noch nicht, ich hatte mal Livestream gemacht schon mal. Hätte noch nicht so viele Abonnenten. Und ich hatte schon trotzdem schon, also da haben da schon Leute zugeguckt. Ja, klar, aber es ist auch einfach mein Internet, das ist einfach nicht gut genug dazu. Also, auf die Zuschauer kann man es natürlich mit Livestream nicht schieben, auch wenn man wenig Zuschauer hat, kann man Livestream machen. Ja, klar. Aber ich habe halt einfach eine 6000er Leitung und das ist einfach absolut nicht genug für so einen, um einen Livestream zu machen. Also Aber ich mal. könnte es machen. Na klar. Ist auch bei Telekom oder? Ja. Wir könnten Ja. eine 16000er Leitung haben. Könnten? Könnten. Warum macht ihr es nicht? Bräuchten wir einen neuen Router. Router, genau. Ich habe einen 50.000er Router, der ist für 50.000, sogar manchmal 70.000, was voll geil ist. Der hat 30 Euro oder so gekostet, dann sehr billig. Ja, wir müssen auf jeden Fall da gucken. Also ich muss da gucken, dass ich da irgendwie mal ein Land bekomme, weil mein Dad, der macht das nicht. Weil das wäre schon ganz cool, wenn man da ein bisschen mehr Leistung hätte. Aber wir haben jetzt gleich 20 Minuten, leider, schon wieder. So schnell? Ja, es geht verdammt schnell. Ich kann jetzt mal eben hier so ein bisschen. Verdammt schnell, kann man wirklich sagen. So ein bisschen das Hausgedöns hier so ein bisschen machen. Ah, jetzt brauche ich wieder zwei Prevent Iron. Eins, doch zwei. Ich bin behindert. Komm.
Passt. Ich kann heute kein Deutsch. Ich kann heute kein Deutsch, ey. So. So, dann machen wir das halt so mit dem Haus. Dass das dann so wird. Ich glaube, das wird cool. Das kann cool werden. Wenn ich meine Query gesetzt habe, dann gehe ich nächstes Mal schon meinen Keller fertig. Also noch größer. Weil jetzt, da kriegt man doch irgend so einen Linksschock, Alter. Was kriegt man da? Kriegt doch einen Schock von meinem Keller, Alter. Ja, mein Keller ist auch nicht so gut. Na, wenigstens habe ich da ein bisschen Sachen gemacht, aber ich mache jetzt was anderes. Bisschen Spoil. Jetzt habe ich weggeworfen. Ja, zwei Eisen erstmal verschwenden. Ja. Ich mache mir. Ich krieg's immer wieder. Aber ja. So, Moment hier. 1, 2, 3. Ich glaube, hier fehlt noch einer. Ja, genau. Hier muss noch so einer hin. Dann hätte ich gleich schon die Fassade mehr oder weniger fertig gehabt. So, wie gesagt, da muss noch einer hin. Ein Generator brauche ich wieder, RE-Batterien. Ey, was man alles braucht, einfach um sowas zu machen, ne? Das regt schon manchmal auf. Ist halt viel. Aber es lohnt sich. So, dann kommt. Warte, hier muss dann, glaube ich, noch einer hin. Wo ist mein Tier? Habe ich schon leer gemacht? Ne, hier ist mein 54 Tin, ja, 54 Tin schon leer gemacht. Läuft bei dir. Nein, das war gerade nur mit den Tin Litz. Na, da dafür brauche ich eine RE-Batterie. Und doch 6. Ein Iron. Nein, das war 1 zu viel. Und dann hätte ich gesagt, dass wir dann gleich die Folge beenden. Eine Sekunde, alle. Genau, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Wie gesagt, dann brauche ich. Moment mal, nein. Das ist auf der Seite 1 zu viel. Ups. Ich hatte noch zwei Iron Furnaces, wo sind die hier? Ey, perfekt, Alter, ich hätte noch voll viel übrig, was ich brauche. Ja. So, dann gucke ich mal eben noch im Keller, dann sag du Bescheid, wenn du fertig bist. Zack. Können wir das zusammen beenden hier? So, da haben wir noch Spruce Wood Planks. Perfekt, zwei Solarpanels und jetzt können wir beenden. Gut, dann hätte ich gesagt, wäre es das von der Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja vielleicht eine Bewertung da lassen, wenn nicht, konstruktive Kritik. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao. Und tschüss.